Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit eurem Xaro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los und zwar heute Desaster. Und zwar der blöde PC. Der will heute nicht so richtig. Der hat heute keinen Bock. Ich hatte schon gestern und vorher so ab und zu mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er irgendwie nicht so viel Lust hat. Und heute wäre ich fast ausgerastet. Naja, nicht ausgerastet, aber es hat mich schon genervt. Es war schon nervig, weil es nicht so funktioniert hat, wie ich das gewohnt bin und wie ich das möchte. Ich kann so nicht arbeiten. Deswegen habe ich heute mein PC platt gemacht. Mit dem Hammer. Na gut, nicht mit dem Hammer, sondern mit einer Software. Und zwar habe ich Windows 10 neu installiert. Jetzt muss ich die ganzen Programme neu installieren. Ich liebe es, wenn mein Windows frisch installiert ist. Muss ich zugeben, es gibt nichts Geileres als wie ein frisches Windows. Aber einfach mega geil. Dann ist alles so extrem schnell und ordentlich und aufgeräumt. Da bin ich auch sehr eigen. Bei mir muss es immer perfekt ordentlich sein auf dem Desktop. Wo andere, keine Ahnung, 40 Symbole haben oder so, habe ich dann vielleicht 4 oder 5 Symbole. Also das muss immer passen. Also da bin ich ganz empfindlich. Oder wenn alles so langsam ist oder ich meine Sachen nicht finde. Ja, genau. Das bin ich gerade dran. Ganzen Treiber wieder installieren. Mein Voice-Meter. Weiß auch immer das gerade war. Meiner war es nicht, weil ich nämlich noch gar keine Soundkarte Treiber installiert habe. Dann, was muss ich noch machen? Ja, die ganzen Programme. Steam, Discord, OBS, Streamlabs, VLC brauche ich wieder. 7-Zip und lauter so Programme. Fällt mir gerade eins ein, was ich auf jeden Fall brauche, ist der Notepad. Den brauche ich immer, fast jeden Tag. Das sind dann immer so Sachen, die fallen einem dann, während man dann irgendwas anderes macht, ein so, oh, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Ich weiß jetzt schon, dass ich dann wahrscheinlich später noch 20 Programme irgendwo wieder zusammensuchen muss. Ja, ich hoffe, ich habe natürlich auch ein Backup gemacht von meinen ganzen Spielständen und Programmen und was weiß nicht alles. Ich hoffe natürlich, dass ich nichts vergessen habe. Ist mir schon öfters passiert, dass dann entweder ein Spielstand verloren war oder eine Map oder sonst irgendwas. Wäre nicht das erste Mal. Aber ich werde besser. Also ich sollte diesmal eigentlich nichts vergessen haben, hoffe ich zumindest. Also zumindest die wichtigsten Sachen habe ich. So viele Projekte haben wir ja auch momentan nicht am Laufen, weshalb es selten Sachen gibt, wo ich jetzt hier es verhauen könnte, dass ich dann mich am Ende darüber ärgere, dass ich den Safe nicht mehr habe und ich das Let's Play nicht mehr deswegen weitermachen könnte. Das zum Glück nicht. Ja, genau. Das ist heute Stand der Dinge. Jetzt werde ich das noch ein bisschen weitermachen. Dann will Xialin was spielen. Deswegen gebe ich jetzt auch ein bisschen Gas, damit sie dann das spielen kann. Genau, Beat Saber. Ist halt nur auf meinem PC dran, mit der VR. Und ja, ich muss hier die ganzen Spiele irgendwie komischerweise updaten. Das verstehe ich gar nicht, warum die geupdatet werden müssen. Ist mir ein Rätsel. Aber gut. Machen wir das einfach mal. Und das mit unserem super schnellen Internet. Und was auch noch hinzukommt, ist Windows-Updates. Ein Freudenschmaus ist das mit diesem Internet. Wenn man dann Windows neu installiert, dann muss man erstmal 20 Minuten lang warten. Das ist ja untertrieben. 20 Stunden warten, bis alle Updates installiert sind. Ja, genau. Das mache ich heute. Ansonsten passiert heute nicht mehr so viel, außer dann wahrscheinlich installieren. Fühlen wir mal Gassi. Installieren. Und morgen kann ich dann wieder ganz normal meinen PC hoffentlich benutzen. Ja. So, dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es davon das Like da lasst, wir sehen uns morgen. Tschüss.